Spooky's House of Jumpscares. Ja. Wer die erste Folge gesehen hat, der hat gemerkt, dass ich mich total leicht erschrecken lasse, dass ich total leicht zu erschrecken bin und total schreckhaft bin. Und deswegen dachte ich mir einfach, spielen wir noch eine zweite Runde. Oh ne, wir starten wieder bei 0. Oh, ist das blöd. Okay, wir starten wieder bei 0. Dann würde ich sagen, mache ich bis Raum 20 alles durch und wir sehen uns dann wieder. Ja, hi, da bin ich wieder. Ich wollte ja eigentlich durchspielen bis Raum 20, aber ich habe gerade gemerkt, wie ihr sehen könnt, Raum 2, dass das immer wieder neue Räume sind. Deswegen habe ich mir gedacht, spielen wir doch ab jetzt gerade weiter. Ja, das ist immer wieder komplett neu. Oh shit. Links oder rechts? Links oder rechts? Ene mene Mister, rabbelt in der Geste, ene mene Mu und raus bist du. Was ist mit den Türen, die sind noch halb da? Was ist das hier? Alter, was ist denn das für ein Kack? Komm. Diesmal erschrecke ich nicht so leicht. Fenster. Tür, Bett. Ach komm, nehmen wir die mittlere Tür. Das Spielchen kennen wir doch schon. Dann gehen wir wieder durch. Dann gehen wir um die Ecke. Wieder um die Ecke. Geradeaus. Ab durch die Tür. Um die Ecke, ab durch die Tür. Ab durch die Tür. Ab durch die Tür. Oh. Ab durch die Tür. Oh, links oder rechts? Links oder rechts? Links. Ach komm. Gehen wir hier rein. Oh, meine Latte hängt gerade ein bisschen. Ja, wir können jetzt im Spiel auch sprinten. Jetzt nehmen wir mal die andere Tür. Wo bin ich denn hier? Muss ich das verstehen? Ja, komm. Da sind wir wieder bei Raum 20. Also bald muss mir ja was passieren. Ah, hier passiert jetzt gleich irgendwas. Ja. Ich merke das. Ich bin ein totaler Schisser, gebe ich ehrlich zu. No. Oh ne, ich guck gar nicht hin. Ich guck gar nicht hin. Ich guck gar nicht richtig hin. Oh, warum ist das so dunkel? Okay, ist gar nichts passiert. Ach nö. Ach nö. Ach nö, komm. Rennen, 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 rennen. Ja, rennen. Rennen. Ich bin total angespannt gerade. Komm, fick dich. Da passiert jetzt gleich irgendwas. Rennen, rennen, rennen. Hey, die Tür hatten wir schon. Hier waren wir doch schon. Hey, ne, aber 100, hier waren wir schon. War dein Kack, warum wiederholt sich das? Boo.
Oh komm, shit. Oh shit. Gehen wir geradeaus. Nee, 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 nee. Wir gehen. Boo. Alter. Boo. Okay. Ah, oh, jetzt kam noch dieser Kackraum, gell? Ja, boobidi-boo. Boobidi-boo. Hä? Warum sieht die nix? Oh, fick dich! Kackkürbis, Alter! Obwohl die eigentlich total niedlich aussehen. Aber durch diese Überraschungseffekte, wo man die ganze Zeit so angespannt ist, wo man weiß, es passiert irgendwas, und dann passiert was. Wir rushen jetzt hier einfach richtig schnell durch und dann hat sich das. Genau, jetzt passiert hier gleich wieder irgendwas. Aber doch nicht. Was ist denn hier los? Boo. Haha, oh, 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 witzig. Das Spiel hat zum Glück geleckt. Ich hätte übel die Gänsehaut, ey. Gebe ich ehrlich zu. Ich runne hier einfach richtig schnell durch. Die Tür hatten wir schon. Das ist ein Raum. Haben wir den Raum jetzt? Okay. Wollen wir die Tür schon nehmen oder wollen wir uns weiter wagen? Okay, wir wagen uns einfach weiter. Und noch ein Stückchen weiter. Ich werde mir ja dadurch belohnt. Boo. Hä? Sorry, ich komme auf die Jumpscares nicht klar. Irgendwie macht das nicht das, was ich denke. Boo. Hä? Warum passiert hier nichts? Warum passiert hier nichts? Ich will zurück. Ich will hier nicht bleiben. At first this place just seemed cute, but I've been here for days now. I'm feeling quite parched now and I keep getting this feeling like I'm being watching myself and it's not romantic at all. Hang in there. Ha! Game saved! Yes! Ah, okay. Komm runter. Alter. Dann wagen wir uns doch mal in die Tür. Ich dachte, da passiert irgendwas. Ich dachte wirklich, da passiert jetzt irgendwas. 50 Level, ein Check. Oh, mir fährt jetzt mal eiskalt in den Rücken runter, Alter. Wegen diesem niedlichen Etwas. Ohne Mist, ey. Ohne Mist. Ja, dann. Oh, ich bin erschrocken, weil mein Handy vibriert hat. Wollen wir mal weitergehen. Das ist einfach so ein Spiel. Ich habe mir halt. So, nochmal. Ich habe mir heute halt einfach gedacht, irgendwas nimmst du heute mal auf. Es ist jetzt schon ein bisschen länger wieder Pause. Und ich habe momentan eine Magen-Darm-Krippe und deswegen liege ich jetzt daheim und kann nichts machen. Kann ich auf Arbeit gehen, sonst was. Hä, die Tür ist geschlossen. Oh.
Und dann dachte ich mir halt einfach, ich nehme jetzt das auf. Und habe halt dann bei Steam geguckt. Ich hatte keinen Bock mehr, Guthaben aufzuladen. Was es denn für Spiele momentan gibt, die kostenlos sind. Da war das Spiel bei Unturned und so, davon habe ich auch ein bisschen was aufgenommen. Das kommt dann später irgendwann. Und dann bin ich auf das Spiel hier gestoßen. Habe ein Video dazu angeguckt und dachte einfach, das ist ja total niedlich eigentlich und total langweilig. Oder irgendwas. I know something is following me, but I feel like I'm prancing through the same rooms over and over. Okay, er ist am Verdursten. Ich fand das Video halt ganz. Jo, ganz cool und dachte mir, komm, spiel's es mal. Maybe I should look around first. Hä? Also da ist noch was. Splatting. What? Alter, was ist das? Nee. Nee, 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 nee. Wow, fuck! Was war denn das? Fuck! Was ist das? What the? Oh! Was war das denn bitte? Alter, okay, also geiles Spiel. Ich habe gerade voll Gänsehaut. Geiles Spiel. Wenn man sich einmal richtig reinversetzt hat. Aber hiervon wird es garantiert noch einen zweiten Part geben. Nee, einen dritten Part. Entschuldigung. Einen dritten Part. Das ist jetzt der zweite Part. Der war jetzt mal ein bisschen länger. Und das werden wir machen. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns bei diesem verrückten Spiel beim nächsten Mal dann. Tschüss.